Hallo Leute, willkommen zum GameRock-Kanal, liebe Abonnenten und noch nicht Abonnenten. Ich bin der GameRock und heute zeige ich euch den Turtle Beach Dragon Controller und warum ich 2022 unbedingt einen Controller brauche, der kabelgebunden ist. Das Problem ist, dass ich als Vielzocker täglich auch unter anderem neben der PlayStation 4 den Xbox-Controller in der Hand halte und damit spiele und irgendwann mal hier hinten das Akkuteil kaputt ging. Ja? Ich habe dann ein neues Akkuteil gekauft. Das war dann allerdings so, dass das gerade richtig gepasst hat, leider. Was dazu geführt hat, dass es quasi rausgestanden ist, dass es nicht passgenau war. Und das war natürlich richtig blöd. Dann habe ich gesagt, okay, weg damit. Ich schließe es über Kabel an. Und ich zeige euch jetzt mal, hier oben ist ja der Kabeleingang. Dann habe ich mir ein Kabel besorgt, so 2 Meter lang, weil ich das gebraucht habe. Und jetzt stecke ich das mal rein, um euch das zu zeigen. Mal sehen, ob man es jetzt hier sieht. Und zwar, hier gibt es einen Millimeter. Einen Millimeter Spalt. Seht ihr das? Ah, ich heb's mal so hin. So, Millimeter Spalt. Und jetzt sieht man auch hier schon das Kabel, das wackelt. Ja? Liegt aber nicht am Kabel. Das liegt jetzt daran, dass dieser Spalt einfach zu groß ist. Ja? Und das mit der Zeit passiert, dass das ausleiert. Ja, hier sieht man es. Ja? So. Und wackelt wie ein Kuhschwanz. Wunderbar. Wie ein Bilderbuch-Kuhschwanz. So, jetzt ist es eben so, dass ich gesagt habe, okay, alles klar. Wenn ich einen Akku habe, muss ich den Akku laden. Das heißt, ich brauche dann normalerweise auch wieder ein Akkuladegerät dafür. Besser wäre noch ein Schnellladegerät, weil ich will ja schnell wieder weiterzocken zwischendurch. Und auch das kostet Geld. Ja, da zahlt man so 15 bis 20 € aufwärts. Und dann ist es eben so, dass auch der Strom natürlich noch was kostet. Bei den Strompreisen heutzutage eher bedenklich. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn doch der Anschluss hier kaputt geht, hier oben mit der Zeit, ja. Und auch der Akku kaputt geht mit der Zeit. Ja? Und ich extra noch Strom verbrauche. Suche ich mir einen kabelgebundener Controller. Nichts leichter als das. Und die Schwierigkeit war eben, dass es heutzutage nicht mehr so viele gibt. Weil das scheinbar nicht mehr von den Spielern gewollt wird. Ich weiß nicht, ob die dieselbe Probleme wie ich habe. Scheinbar gibt es zu wenig oder aber die Industrie reagiert nicht drauf. Deshalb habe ich mir hier den Turtle Beach Recon Controller gekauft. Heißer Tipp von mir, der ist gerade von 60 € auf 35 € circa runter reduziert. Den solltet ihr euch schnellstmöglich schnappen. Denn wie gesagt, kabelgebundene Controller werden so gut wie nicht mehr hergestellt und wenn, sind ist eigentlich nur noch Billigschrott. Die Firma Turtle Beach stellt ja auch Kopfhörer her und Headsets und bin dann eben auf den hier gestoßen. Der hat auch noch mal Funktionen im Bereich Audio, wo man quasi am Controller selber einstellen kann. Das sieht man dann hier oben. Ich hebe es mal ein bisschen in die Kamera, damit ihr es mal lesen könnt. Und dann gucken wir mal, machen wir mal ein kleines Unboxing-Video, was da alles draufsteht, was das alles kann hier. Also, Turtle Beach Audio Advantage. Also man kann hier quasi alles einstellen. Man kann hier zum Beispiel auch eine Art eine Mute-Taste, man hat einen Equalizer und eben nochmal für den Kopfhörer extra einen Eingang bzw. eine Konfiguration. Superhuman Hearing ist scheinbar eine Technik von Turtle Beach, die patentiert habe. Dann Economic Cooling Grips. Finde ich persönlich gar nicht schlecht. Das wird man jetzt gleich sehen, wenn ich das in der Hand halte, ob das was taugt oder nicht. Und dann gibt es noch einen Pro-Aim-Focus-Mode.
Das ist quasi auf der Hinterseite, gibt es dann auch noch mal diese Trigger, wo man dann auch noch programmieren kann. Ja, so hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber boah, es ist ja alles im Preis inbegriffen, und für 35 Euro kann man da wahrscheinlich auch nicht, oder, wahrscheinlich, man kann nicht meckern. Ne? So, dann Connection, ein 3 Meter USB-Kabel wird mitgeliefert, wunderbar sogar 3 Meter. Fast ein bisschen zu lang, weil eigentlich habe ich gehört, dass ab 1,5 Meter die Latenz nachlässt und man bekommt also die Spiele stockert etwas, beziehungsweise sind nicht mehr synchron mit der Bewegung, sage ich mal. Ja, also Lagging, genau. Man bekommt ein leichtes Lagging ab 1,5 Meter. Die Firma wird wohl aber dieses Lagging komplett ausgeschaltet haben. Durch eine gewisse Technik, der gehe aus, weil die das natürlich schon längst wissert und auch wissert. Das Ganze ist für die Xbox Series XS, Xbox One und Windows 10 und 11. Ja, ist also auch ganz wichtig zu wissen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir doch mal das gute Stück auf und gucken, ob da überhaupt ein Controller drin ist. Kleiner Scherz. So, schauen wir mal. Also, hier oben kann man es aufmachen. Profi, wie ich bin, habe ich natürlich jetzt kein Messer mit Nummer zum Aufmachen. Das ist ganz klar, weil ich kriege das auch so auf. Gamer schafft alles, man sieht's. Hat meine Mutter schon gesagt, wo ich noch klein war, der schafft alles. Ja. Das war aber eher negativ gemeint. So, jetzt haben wir weiter. Jetzt machen wir das mal auf und guckt mal, was da drin ist. Aha, okay. Was haben wir denn hier? Turtle Beach steht drauf. Was ist da drin? Oh, okay. Also mal edel gemacht hier. Was Besonderes hier. Aha, Quick Start Guide, okay. Turtle Beach Aufkleber. Also erstmal hier Quick Start Guide, ne? Kleines Büchlein. Ich mal gucken. Englisch ist auf jeden Fall, damit komme ich zurecht. Aber mal gucken, ob es auch hier was auf Deutsch gibt. Also Englisch habe ich zu drin und Französisch ist auf jeden Fall auch drin. Das ist ja schön, da wir ja in Europa leben. Aber eben nichts auf Deutsch. Gut. Nee, das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Also wenn die deutsche Sprache nicht mitgenommen wird, aber man möchte auf dem deutschen Markt verkaufen, ist natürlich nachteilig, ne? Aber gut, damit kann ich noch irgendwo leben. Okay, hier wird angezeigt, wie das Ganze verbunden wird, ne? Das ist klar. Also Headset unter, aber dann das USB-Kabel rein an die Konsole. Das soll die Konsole, die Xbox One XS Darsteller. Und was haben wir denn sonst hier noch? Okay, an der PC kann man es natürlich auch anschließen, das ist klar. Und hier haben wir noch die Equalizer-Einstellungen. Okay, wunderbar. Da kann man extra noch ein Video machen. Wenn ihr wollt, schreibt mir das bitte in die Kommentare rein, falls ihr das wünscht, wie man das Ganze einstellt und was man da alles machen kann. Aha, Left Gauge, Right Gauge, okay. Also kann mich jetzt zum Beispiel einstellen, der hintere linke Trigger und der hintere rechte Trigger. Ah, der wird dann aber an dem Display in der Mitte wird er angezeigt, kann man da quasi das ganze Justieren und Einstellen, hier auch die Buttons. Okay. Ja, das ist recht gut erklärt hier. Und Ah ja, hier kann man zum Beispiel, hier sieht man es, wenn es eingestellt ist, kann man zum Beispiel hier hinter rechts dann der Aiming-Trigger reinmachen. Das ist natürlich nicht schlecht. Da müsst ihr dann nicht irgendwie zwei Tasten gleichzeitig drücken, sondern braucht ihr nur hinter rechts drücken. Natürlich bei Ego-Shooter sehr komfortabel. Ja, spart auch wieder eine halbe Sekunde bis Sekunde Zeit. Profis wissen das.
Okay, gefällt mir ganz gut. Alles da. Also, Anleitung dabei. Dann hier ganz noblen Aufkleber. Damit könnt ihr euch auf den Spinnkleber, ja, oder unter die Turnschuhe, ja, damit jeder weiß, ihr habt einen Turtle Beach gekauft. Ne, Spaß. Finde ich schon mal toll. Finde auch den Namen, finde ich sehr sympathisch. Das Logo Turtle Beach, ja, also Schildkröten, Strand, finde ich toll. Ja, keine Schlange, kein Drache drauf, wie sonst immer. Viele, das aber sehr sympathisch. Get answers 24/7 at turtlebeach.com support. Watch helpful videos at YouTube. Oh, Turtle Beach Video ist sehr schön. Da habe ich mit Sicherheit auch noch mal Videos, wie man das Ganze einstellt. Ja. Das ist sehr interessant. Da könnt ihr also quasi da auch die Videos anschauen, wegen dem Einsteller. Muss ich nicht unbedingt ein Video machen. Ich kann es aber machen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare rein, wenn ihr es möchtet. So, jetzt wird es interessant. Und zwar, ja, das ist auch noch mal toll, wenn man es eingestellt hat, wird hier noch mal gezeigt. Die Tasten, ne, zum Beispiel die, die die Digitaltasten, ne, wenn ihr die drückt. Könnt ihr hier quasi die Lautstärke einschalten vom Headset? Was kann man da? Bass Boost kann man da noch reinmachen. Bass und Treble Boost, Vocal Boost, ah, das ist ja Hammer. Signature Sound. Ah, das ist mal toll. Das ist der Equalizer. In der zweiten Spalte seht ihr das, EQ und dann Signature Sound, Bass Boost, Bass und Treble Boost und Vocal Boost. Also dass quasi nur dann die Stimme geboostet wird und ansonsten nur Bass oder Bassunhöhe. Signature Sound weiß jetzt noch nicht, was das ist. Dann könnt ihr vier verschiedene Profile absafen. Oh, und ihr könnt beim Sniper könnt ihr einstellen Low, Medium, High und Max. Das weiß ich jetzt noch nicht, wie sich das auswirkt, aber das ist natürlich auch für Ego-Shooter-Fans natürlich ein Thema, wenn man da nochmal extra Einstellungen machen kann beim Vaterkreuz selber. Also, Daumen nach oben bisher. Ja? Also, finde ich ja schon mal nicht schlecht. Ne? Ah, hier, Mic Mute. Ne? Da kennt ihr das Mic Muter, also das Mikrofon. Superhuman Hearing. Ja? Was auch immer das. Ich dachte immer, ich habe das schon als Superhuman Hearing, aber scheinbar hat das Turtle Beach verbessert. Pro Aim Focus Mode. Button Mapping. Feature Level. EQ Boosting. Monitoring. Okay, alles da. Nee, toll. Toll, ist gut abgestimmt. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir hier. Haben wir da noch was? Nee. Ah, aber. Aha, gefällt mir. Sieht wertig aus, sieht edel aus hier alles. Nicht so ein Styropor-Scheiß, wie man es sonst immer bekommt. Das ist schon mal toll. Hier haben wir. Oh, das ist gut. Das ist ein gutes Kabel, Leute. Das ist ein 3 Meter Kabel. Mit dem richtigen Anschluss. Und zwar ist das sehe ich jetzt schon, das ist toll gemacht. Und auch hier dieser Klettkabelbinder, ja, ist auch nicht immer dabei, bei vielen nicht. Wenn ihr es dann mal zum Kumpel oder so mitnehmen wollt. Sind allerdings auch Staubfänger, muss man ein bisschen aufpassen, ja. Am besten sowas auf jeden Fall wieder gut zuklettern. Ne? Das Kabel hier ist sehr wertig verarbeitet, ja, das muss ich sagen. Ich kenne auch die Kabel, die verwickelt sich nicht. Ne? Also das ist gut gemacht hier. Das ist ein gutes, hochwertiges Kabel. Das gefällt mir. Das ist was, wo ich sage, okay, da hat sich mal jemand Gedanken gemacht. So, jetzt kommt das Wichtigste. Jetzt kommt das Werkzeug. Das Werkzeug des Gamers. Ja? Deshalb mache ich auch das Video, weil Werkzeuge sind wichtig für Gamer. Oh, der ist ganz schön. Ja, er will gar nicht raus hier. Der ist heimatgebunden, heimatliebend. So, jetzt machen wir das mal hier weg. So, hier stellen wir mal hin. Bisschen Werbung kann man ja machen. Für die Firma, auch wenn es jetzt nichts bringt. Aber, was haben wir denn hier? So, es ist folgendes. Ich bin.
mit der Stärke, mit der Höhe vom Xbox-Controller generell nicht sehr angefreundet. Ich habe sehr große Hände. Ja? Das sind, sieht man jetzt, sind richtig Pranger. Zum Vergleich jetzt zum, ne, zum Controller, also sieht man. Mir liegt persönlich der PlayStation 4 Controller besser in der Hand, ja? Weil der flacher ist. Ja? Also für mich sind flache Controller sind für mich besser vom Handling her. Das ist aber subjektiv das Ganze. Ja? Es gibt Leute, wo ich kenne, die haben ganz kleine Hände und ich sage, der Xbox-Controller ist ideal. Ja? Andere sagen wiederum, der Switch-Controller ist ideal, der Pro-Controller von der Switch. Ja? Das ist wirklich mega subjektiv, sowas. Ja? Also da dürft ihr eigentlich schon fast nicht auf eine Meinung hören, weil ihr müsst es selber ausprobieren. Ja? Ich gebe euch den Rat, probiert es, wenn es irgendwie könnt, im Sega, im Saturn oder im Media Markt. Probiert die Controller selber aus oder auch bei Amazon. Wenn ihr merkt, der liegt euch gar nicht, schicke dann wieder zurück, mache die Verpackung vorsichtig auf, schicke es wieder zurück. Aber probiere es selber unbedingt aus, weil das ist halt schon maßgebend. Ne? So, jetzt gucken wir mal, wie der in der Hand liegt. Der liegt noch, ja, der liegt anders in der Hand, aber komplett anders wie der Xbox-Controller. Der hat hier diesen Grip, das merkt man sofort, das ist aber nicht, der stört nicht, das ist gut gemacht hier. Das ist wirklich, damit die Hand beim, wenn sie schweißig wird, und die wird schweißig, ne? Wenn er richtig zockt, dass die nicht abrutscht, das ist schon mal toll. So, jetzt bin ich gespannt. Okay. Die R2-Buttons. Jetzt nehmen wir mal noch mal der andere, der Originale. Ja, für Rennspiele ganz klar ist der besser. Warum? Geht ein Stück weiter nach hinten runter. Ist also feiner und das hier, oder? Bilde ich es mir ein? Ist der Weg kürzer? Ja, der Weg ist etwas kürzer. Ist also für Rennspiele dann nicht ganz so optimal. Vielleicht muss man sich aber auch nur dran gewöhnen. Ne? So, jetzt gucken wir mal, hier haben wir auch deutliche Knöpfe. Ach, ich habe gedacht, das wäre eingelassen. Nee, die sind deutlich. Hier kann man richtig schön der Chat. Ne? Seht ihr das? Chat plus minus. Volume plus minus. Toll. Equalizer, also Superhuman, ne? Button. Und hier Mute-Taste zum Muten, super toll. Hier Modus-Taste kann man drücken und hier Select-Taste für die Buttons. Toll, okay, super. Gefällt mir. Die drei kennen wir hier, die drei, ne, Buttons, das ist ganz klar. Was das jetzt für ein Button hier ist, das weiß ich jetzt noch nicht, muss ich sagen. Ah, hier unten ist der Anschluss für die Kopfhörer. Und hier sieht man es, ah ja, hier stecken wir das gleich mal schön rein. Mal sehen, ob der Stecker auch passt, ne? Ich habe es angekündigt, den schlechten Witz vorher. Und? Okay. Ja. Also er sitzt fest drin. Aber auch hier. Da wackelt man zu stark. Das ist dieser Millimeter wieder. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Ja. Gefällt mir absolut nicht. Das darf keinen Spielraum haben. Das muss wirklich richtig reingehen und festgepresst sein, dass man den nicht mehr rausbekommt. Alles andere halte ich beim kabelgebundenen Controller für Blödsinn. Hier bei L und R-Taste auch wieder. Rutschhemmende Arretierung bzw. Perforierung nennt man es. Perforierung. Das finde ich auch wieder gut, wegen dem Abrutscher für den Sommer. Also toll. Bisher macht er eigentlich alles richtig. Er sieht wertig aus. Er sieht toll aus. Kein Thema. Er hat überall die Taste hier. Nur das ist hier ein Schwachpunkt. Das ist ganz klar wieder ein Schwachpunkt. Also kabelgebunden heißt bei mir eigentlich normalerweise auch, dass das Kabel nicht rausziehen muss. Ne? Dass das festgefangen ist. Ich habe jetzt zwar gewusst, dass man das reinstecken muss, aber ich habe echt gedacht, das ist viel fester drin hier. Ja? Also das gibt natürlich Abzug in der B-Note. Wie lange das sich halten wird, das wird sich noch zeigen.
Wobei ich brauche neue, weil der ist absolut vom Waldkontakt her eine Katastrophe mittlerweile. Für 35 € ist er top bisher. Was wollte ich jetzt noch? Ah ja, hier genau, hier auch nochmal. Rutschhemmende Arretierung hier, Perforierung. Auch hier außenrum. Also toll. Ne? Rutschhemmend an der Stelle, wo er sein muss. Er liegt gut in der Hand. Kann man nichts sagen. Liegt der besser in der Hand? Gut, Ahnung. Na, da wirkt der wiederum flacher. Tatsächlich wirkt der jetzt ein bisschen flacher hier. Aber ich denke, das ist dem ganzen Design geschuldet. Aber jetzt nicht schlecht. Stört mir jetzt nicht irgendwie. Das ist okay. Ist okay. Liegt anders in der Hand, aber ist nicht nachteilig. So, jetzt möchte ich aber noch gerne wissen, was das für ein Button ist. Das müssen wir noch zum Schluss klären. Da gebe ich nicht auf. Weil das ist natürlich wichtig, sowas. Na komm, schön ins Bild hier. Ah, wunderbar. Hast du das verdient? Black is beautiful. Zumindest bei der Controller. Wo haben wir es denn? Wo haben wir denn die Taste? Jetzt schauen wir mal nach hier. Bum, 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 bum. Wenn ihr jetzt wisst, was das für ein Symbol ist, dann könnte ich es euch ja sagen. Das wird hier aber. Jetzt mal gucken hier. Zack. Ah, hier. Das ist Xbox Controls. Focus your view. Share your game content and access menus on Xbox. Share your game. Das ist ein Share-Button. Das ist ein Share-Button für Streamer extra. Ah, genial, dass man nicht extra ins Menü nehmen muss. Ah, okay. Und extra Menü und Xbox, okay. Jetzt mal gucke ich hier. Xbox-Button ist klar. Open Guide on Xbox and Access Game Bar und Windows 10. Okay. Was haben wir dann noch? Ah, die anderen zwei werden dann quasi nicht, also die sind separat dann nochmal, okay. Dann ist das der. Das ist der Sharing-Button, der hier in der Mitte. Und die zwei sind ganz normal, die ganz normale Funktion wie immer. Ja, Menü halt und unter Menü. Da haben wir sonst noch alles, der Volumen an Xbox, genau, okay. Ja, nö, okay, dann war's das. Alles klar. Leute. Fazit bisher. Gut, ich habe noch nicht damit gespielt. Die hin eigentlich, also für den Preis ja für 35 € holt euch das Chirpet. Wenn ihr merkt, dass euer Chirpet ausgeleiert ist oder es nicht mehr lang macht, greift auf jeden Fall zu. Also 35 € für einen hochwertig verarbeiteten Xbox-Controller, also pff, das werden wir so schnell nicht bekommen. Ne? Also wenn man sich die Preise mal angeschaut. Mittlerweile 40 € aufwärts und wenn Turtle Beach seit über einem Jahr oder seit 2 Jahren 60 € dafür verlangen kann. Und jetzt sich auf einmal reduziert. Entweder kommt ein neuer, ja, oder der Händler will einfach nur sein Lager leer räumen, aber 35 €, das ist kein Geld mehr heutzutage für einen kabelgebundenen Controller. Ich hoffe wirklich, dass er standhält. Ich habe ein bisschen Bedenken. Wie gesagt, für mich ist hier eine Steckerverbindung so, dass man, wenn man es reinsteckt, dass man schwer wieder rausbekommt. Und es ist für mich ein kabelgebundener Controller. Und hier ist es also so, ja. Also jetzt fest drin, man kann gut reinmachen, aber fest drin sitze ich bei mir was anderes. Ich habe da aber, wie gesagt, auch, bin da sehr kritisch. Ansonsten, wie gesagt, oder als zwei Controller. Oder wenn er euer Controller am Aufgeber ist, holt euch sowas hier für 35 €. Wie gesagt, wenn ihr mit den Eigenschaften was anfangen könnt, schlagt zu. Von mir gibt es jetzt mal ein ja, halber, dreiviertel Daumen nach oben. Ne? Ich habe, wie gesagt, noch nicht ausprobiert und ich habe hier mit dem Kabel noch keine Erfahrung und weiß auch nicht mit 3 Meter, ob das so gut war. Vielleicht bestelle ich mir auch nochmal 1,5 Meter Kabel dazu. Das wird die Zukunft zeigen. Leute, abonniert meinen Kanal.
Hinterlasst mir Daumen nach oben, aktiviert die Glocke, falls ihr, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ich werde jetzt übrigens noch zwei ganz wichtige Videos posten zum Thema Xbox und PlayStation 4, was ihr nicht kennt, was ihr nicht auf dem Schirm habt. Das ist ein bisschen freaky, aber es ist unfassbar gut, ja, wie soll ich sagen, Utensil und Werkzeug. Für alle, die zum Beispiel ihr PlayStation 4 Pad an die Xbox anschließen möchtet, ja? Was natürlich für mich ein Traum ist, ja. Und da gibt es einen Adapter, der ist sehr günstig und der funktioniert hervorragend. Den werde ich euch vorstellen und ich werde euch auch noch vorstellen, einen kleinen Adapter, den ihr dann benutzen könnt, um ja, besser zu streamen und besser aufzunehmen. Und das werde ich euch in den nächsten paar, ja, vielleicht ein, zwei Wochen werde ich euch das präsentieren, werde dann auch nochmal die Videos, alle drei Videos miteinander verlinken, dass er die auch nicht verpasst und immer wieder zueinander findet. Leute, ich bedanke mich recht herzlich für euer Geduld, ja, für euer Interesse. Wie gesagt, mein Kanal abonnieren, das wäre ein Traum für mich. Ich freue mich da immer wie ein kleines Kind und bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, eine ganz tolle Woche. Gott sei Dank regnet es heute der ganze Tag. Ich finde es super. Und hier in meiner kleinen Dachwohnung blühe ich richtig auf. Und ja, bis zum nächsten Video. Ihr seid super. Ich bin der Gamerook. Macht's gut. Tschüss.